Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu zwei Stühle, eine Meinung. Ich möchte Sie bitten, mit mir den größten Popstar aller Zeiten zu begrüßen. Meine Damen und Herren, hier ist Blümchen. Toll, dass du da bist. Ja, ich find's auch total cool, dass ich da bin. Blümchen, wir wollen heute mal all die Fragen beantworten, die deine unermesslich vielen Fans so brennend interessieren. Zunächst mal, Blümchen, woher hast du eigentlich deinen lustigen Namen? Na, das ist so, den habe ich von meiner Mama. Weil ich habe da damals ihre Blümchen so von der Fenster. Ja, Blümchen, das ist sehr schön. Sag mal, wie lange singst du eigentlich schon? Weiß nicht so genau, ich glaube schon, seit ich klein war. Was machst du eigentlich mal, wenn das mit der Musik nicht mehr so läuft? Weiß nicht so genau. Vielleicht so Tierärztin oder so? Vielleicht Tierärztin werden? Ja, Tierärztin, ja. Blümchen, was anderes? Hast du vielleicht eine neue CD in Planung? Weiß nicht so genau, ich glaub schon. Von was träumst du eigentlich nachts so? Weiß ich nicht. Kann man nicht so sagen. Kann man nicht so sagen. Mal dies, mal das. Mal so, mal so. Blümchen, gehst du auch eigentlich manchmal aus? Ach, manchmal, es kommt drauf an, manchmal auch nicht, ne? Und erkennen dich dann deine Fans auch? Ach ja, manchmal, manche kennen mich aber auch nicht, ne? Ja, und die dich kennen, gibst du dann auch Autogramme? Ja, doch. Also nicht immer, manchmal. Und das machst du gern oder nervt dich das auch so ein bisschen? Ach, ich mach das eigentlich ganz gern, aber manchmal läuft das andere auch so. Sag mal, Blümchen, jetzt mal was ganz was anderes. Was willst du denn mal machen, wenn es mit der Musik nicht mehr so läuft? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Weißt du nicht so genau, Weiß ich nicht so genau. Ja, Tierärztin werden? Ja, zum Beispiel, vielleicht Tierärztin werden. Blümchen, wer ist eigentlich dein größter Held? Mama! Und wem würdest du gerne mal den Pudding ins Gesicht schmeißen? Holger! Dem Holger? Nee, das ist so verkehrt, jetzt kommt mir erst die Frage, ob ich ein Lieblingsessen habe. Wusste, das Schling, es ist Gebrille. Hast du vielleicht eine neue CD in Planung? Weiß nicht so genau, ich glaube, da kommt was raus. Und von was träumst du eigentlich nachts so? Kann ich nicht so sagen. Aha, hast du auch ein Lieblingsessen? Spaghetti. Isst du auch gerne Eis? Was ist dein Lieblingstier? Erdbeeren. Ja, toll. Blümchen, sag mal, wie lange sitzt du eigentlich schon so? Hallo. Also, ich glaube, seit ich so klein war. Aha. Hast du eigentlich schon mal einen Intelligenztest gemacht? Weiß nicht mehr. Und wer ist, Blümchen, jetzt mal was anderes, wer ist eigentlich dein größter Held? Mama. Und wem würdest du gerne mal den Pudding ins Gesicht schmeißen? Holger? Holger! Mein Bruder! Den Bruder. Gehst du eigentlich manchmal aus? Ja, manchmal. Es kommt drauf an, nicht immer. Und erkennen dich dann die Leute auch? Ach, mein Sohn, manchmal auch nicht. Was träumst du eigentlich nachts so? Weiß nicht so genau. Sag mal, Blümchen, singst du eigentlich selbst? Nee. Doch. Wirklich? Ja, was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Und isst du auch gerne Eis? Was ist dein Lieblingstier? Stadt? Hamburg. Land? Deutschland. Fluss? Alster? Farbe? Rot. Werkzeug? Hammer. Tier? Und Katze Maus. Das war zwei Stühle, eine Meinung. Ich pfeife aufs. So viel Blödheit auf einen Haufen kann ich wirklich nicht gebrauchen in meiner Show. Ich fand's gut, ich fand's gut, ich fand's gut. Nein, wirklich nicht. Was wir brauchen, das ist ein fetziges Stück Rhythmus, der alle mitreißt.
Die